Im Innovation Center entwickeln visionäre Ingenieure und Strategen neue Produkte und Anwendungen. Nun haben die Münchner Innovatoren ein Thema für sich entdeckt, das eher aus dem Finanzsektor bekannt ist, die Blockchain. Das Verfahren sorgt durch eine Verkettung von Datenpaketen für deren rechtssichere Nachvollziehbarkeit. Ja, wir haben eben mal gezeigt, dass Blockchain eine Technologie ist, die auch in anderen Prozessen, in anderen Industrien Anwendung finden kann. Das Thema Nachverfolgbarkeit ist zum Beispiel ein ganz zentrales Thema bei dem Thema Supply Chain. Das heißt, hier sind ganz offensichtliche Vorteile dieser Technologie. Und jetzt sind wir dabei, genau mit unseren Kunden solche Lösungen zu entwickeln. Dazu arbeitet T-Systems unter anderem mit Roamby zusammen. Das Startup vertreibt eine weltweite Track-and-Trace-Lösung. Wir haben mal gezeigt, wie kann man diese Track-and-Trace-Lösung sehr einfach in die Prozesse unserer Kunden einbauen. Wir haben ein Modell entwickelt von einer Fertigungsanlage und in diesem Modell werden die einzelnen Komponenten, die einzelnen Maschinen, die einzelnen Roboter über Blockchain-Technologie gesteuert und damit haben wir gezeigt, dass das so die komplette Steuerungssoftware in der Fabrik ersetzen kann. Es funktioniert. Gut. Aber wo ist der konkrete Nutzen dieser Lösung? Im Moment ist da noch kein Nutzen. Der Nutzen der Roamby-Lösung ist in der Transparenz ab. Und was genau war dann die Intention für das Musterprojekt mit Roamby? Das Besondere, was wir da gemacht haben, ist die Lösung von Roamby verbunden mit unserer Blockchain für die Fertigungsindustrie, wie die zwei unterschiedlich technologischen Prozesse miteinander verknüpft werden können. Und das vereinfacht die Sache dann für unsere Kunden zukünftig. Und ich habe über verschiedene Prozessschritte eine Rückverfolgbarkeit durch die Einbindung in die Blockchain. Und genau das macht das Innovation Center aus. Einfach mal loslegen und neue Methoden und Strategien miteinander verknüpfen. Und wie geht's jetzt weiter? Das ist eine sehr gute Frage und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das noch gar nicht. Was wir jetzt im Moment gemacht haben, ist gezeigt, dass es technisch machbar ist und diskutieren gerade mit den Kunden. Die Kunden hören auch sehr aufmerksam zu, stellen sehr interessante Fragen und wir diskutieren jetzt, wie wir Piloten bei Kunden machen können, um das bei denen mal auszutesten, was das heißt. Was heißt die Auswirkungen, wenn wir das bei den Kunden einsetzen? Das ist im Moment, was wir tun.